Zurück zur Obstwiese. Auf dem Weihnachtsmarkt der kleinen Stadt haben die frechen Freunde einen kleinen Jungen kennengelernt, dem sie von ihren Abenteuern berichten. Der Junge staunt. Er hat noch nie Obst und Gemüse mit Wackelaugen gesehen. Der Junge hätte sich auch nie erträumt, von so rasant frechen Abenteuern zu hören. Nie hätte ich gedacht, dass man als Obst und Gemüse so viel erleben kann. Staunt der Junge weiter. Es tut mir so sehr leid, dass ihr es nicht geschafft habt, zu den anderen Bananen auf die Bananenplantage zu reisen. Das ist schon okay. Antwortet Bob Banane. Jetzt sind wir aber müde, wirklich müde. Und wir würden gerne zurück zur Obstwiese, um wenigstens dort mit unseren anderen Freunden und mit unseren anderen frechen Freunden Weihnachten zu feiern. Vielleicht kann ich euch helfen. Sagt der Junge. Bauer Fritz ist nämlich mein Onkel und er ist eigentlich sehr lieb. Vor ihm braucht ihr in Zukunft keine Angst zu haben. Ich gehe gleich mit meiner Mama zum Hof von Bauer Fritz und Tante Ina. Tante Ina hat gebacken. Das riecht immer so gut. Das rieche ich bis hierher auf den Weihnachtsmarkt. Auf dem Weg zum Hof kann ich euch bei der Obstwiese einfach absetzen. Das würdest du tun? Fragt er der Erdbeere. Lachender Lauch, das wäre toll. Für eine Kahlkarotte. Na klar, antwortet der kleine Junge. Dann sammelt er die frechen Freunde ein und versteckt sie in seiner Jackentasche, als ihn seine Mama ruft. In der Jackentasche des Jungen ist es warm und gemütlich. Erst jetzt merken die frechen Freunde, wie müde sie von ihrer Reise sind. Werdet ihr auch gern getragen, wenn ihr so müde seid? Wo findet ihr es eigentlich am gemütlichsten? Würdest du mich tragen, wenn ich müde bin? Ja, immer. Ich bin so müde. Morgen wieder.